Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stehen. Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten, nachdem seine zwei Vorgänger gegangen worden sind. Und die meisten Deutschen sehen mit großer Erwartung und mit Enthusiasmus und mit Zustimmung Herrn Joachim Gauck entgegen. Aber es gibt auch einige, die gewisse Zweifel angemeldet haben, und zwar nicht aufgrund seiner politischen Karriere, die wird akzeptiert, die Tatsache, dass er gegen die Stasi in Ostdeutschland vorgegangen ist, sondern aufgrund seines persönlichen Lebenswandels. Herr Gauck ist ja, wie wir wissen, Pastor, aber er lebt seit vielen Jahren mit einer Frau zusammen, die nicht seine Frau ist, wo er auf der anderen Seite nach wie vor verheiratet ist, ohne geschieden zu sein. Hier ist ein Artikel vom Spiegel vom 21. Februar 2012, also noch vor der Wahl von Herrn Joachim Gauck. Und hier wird Folgendes zum Ausdruck gebracht. Unterdessen ist auch eine öffentliche Diskussion über Gaucks Familienverhältnisse entstanden. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Norbert Geis fordert den seit Jahren in wilder Ehe lebenden designierten Bundespräsidenten dazu auf, seine Lebensverhältnisse zu ordnen. Es dürfte wohl im Interesse des Herrn Gauck selbst sein, seine persönlichen Verhältnisse so schnell als möglich zu ordnen, damit insoweit keine Angriffsfläche geboten wird, sagte Gauss der Passauer Neuen Presse. Gauck lebt seit 1991 von seiner Frau Gerhild getrennt. Das Paar hat sich bisher aber nicht scheiden lassen. Seit 12 Jahren ist die Nürnberger Journalistin Daniela Schad die Lebensgefährtin des 72-Jährigen. Nun, die Bild-Zeitung in typischer Manier hat zunächst einmal auch über diese Situation berichtet. Als sie aber dann gemerkt hat, dass der Wille der Deutschen dahin ging, dies zu ignorieren, ist sie natürlich auch dann auf den Wagen des Enthusiasmus gesprungen. Und hier lesen wir einen erbärmlichen Kommentar, einen absolut erbärmlichen Kommentar von Herrn Wagner in der Bild-Zeitung vom 18.03., der Folgendes sagt. Sie sind ein interessantes Paar im Schloss Bellevue. 20 Jahre Altersunterschied, nicht miteinander verheiratet, sie 52, er 72. Es ist wunderbar, in einem Land zu leben, das so modern ist, sie als Präsidentenpaar zu akzeptieren. Was ist das für eine Botschaft? Es ist die Botschaft, dass es keine Unterschiede gibt. Alt, jung, wir haben einen Präsidenten, der mit seiner Freundin in Bellevue einzieht. Endlich ein Mann, der zu seiner Freundin steht. Geliebte werden ja meistens im Dunkeln gehalten. Gauck und seine Freundin sind ein wunderbares Paar. Und dann heute, als ich hier diese Sendung jetzt mache, wo also am 23. März Herr Gauck vereidigt wurde, da wird noch Folgendes gesagt, in der Bild-Seite natürlich wieder. Dieser Präsident wird sein Christentum nicht verstecken, sondern offen, werbend leben. Nun, meine Damen und Herren, schauen wir uns ein wenig mal das Christentum an, von dem die Bibel ausgeht. Die Bibel lehrt deutlich, dass man nicht in einer wilden Ehe leben darf. Ich weiß, dass in Deutschland es zurzeit Mode geworden ist, in Lebensgemeinschaften zu leben, ohne verheiratet zu sein. Das ist Sünde in den Augen Gottes. Es ist auch Sünde, mit jemandem verheiratet zu sein, der nicht frei war, sich verheiraten zu lassen. Die Bibel macht das deutlich. Jesus Christus sagt, wenn Gott eine Ehe gebunden hat, nun ich gehe nicht davon aus, dass jede Ehe, die heute geschlossen ist, von Gott gebunden ist. Es gibt natürlich biblische Voraussetzungen dafür. Aber wenn eine Ehe von Gott gebunden ist, dann soll diese Ehe nicht geschieden werden. Es sei denn, es liegt Ehebruch vor oder Unzucht oder aber der ungläubige Teil verlässt die Ehe und den gläubigen Ehepartner. Das sind die einzigen beiden Ausnahmen, die die Bibel zulässt. Und wenn wir uns heute die Gesellschaft anschauen, dann sehen wir, dass da so viele andere Ausnahmen vorliegen, die absolut nicht biblisch sind. Man spricht von Zerrüttung, man spricht davon, dass man einfach nicht mehr miteinander zusammenleben kann und was weiß ich nicht alles. Aber schauen Sie, das Problem, das sich für mich stellt, ist, wenn ein Pastor in einer solchen Weise lebt und dann von sich behauptet, er werbe für das Christentum, oder es wird zumindest das von ihm gesagt, dann gibt das solch falsche Signale, was natürlich dann dem Wort Gottes total nicht zuträglich ist. Denken wir daran, was Jesus Christus der Frau am Brunnen Jakob sagte, als sie zu ihm kam, um Wasser zu schöpfen.
Christus fragte sie, wo ist dein Mann? Und die Frau sagte, ich habe keinen Mann. Und Christus sagte, du hast richtig geantwortet. Du warst mehrere Male verheiratet und mit dem du jetzt lebst, das ist nicht dein Mann. Er wollte ihr deutlich machen, dass das Verhältnis, in dem sie sich befand, nicht richtig war in göttlichen Augen. Wenn ich die Stelle lese, dann lese ich sie so. Christus fragte die Frau, wo ist dein Mann? Um ihr deutlich zu machen, dass diese Lebensgemeinschaft keineswegs göttlich abgesichert war. Bob Dylan hat einmal geschrieben, dass sich die Zeiten ändern. Und das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Aber gleichwohl schauen wir uns einmal an, was Johannes der Täufer getan hat. Der hat den Herodes öffentlich dafür angeklagt, dass er sich die Frau seines Bruders genommen hatte. Natürlich, Johannes der Täufer landete im Gefängnis und wurde nachher dann enthauptet für seine richtige Verhaltensweise. Paulus musste später mit der Kirche in Korinth schwer ins Gewissen gehen, weil die nämlich so tolerant geworden waren, dass sie erlaubten, dass ein junger Mann mit entweder seiner Mutter oder aber seiner Schwiegermutter in einem ehebrecherischen Verhältnis lebte. Und die, laut Paulus, die waren da nicht drüber bekümmert. Die sagten, ja, wir sind so tolerant, wir lassen das zu. Und Paulus sagte, ein solcher Mensch sollte aus der Kirche ausgeschlossen werden, bis er bereut, bis er erkennt, wie fehlerhaft und schlecht sein Verhalten war. Und er wurde dann letztendlich ausgeschlossen. Und dann hat er bereut. Und dann sagte Paulus, jetzt könnte er ihn und sollte ihn wieder zurücknehmen in die Kirche und wieder Einlass gewähren. Weil er hat seine Lektion gelernt, er hat aber sein Leben geändert. Schauen Sie, es kommt darauf an, wenn wir vom Christentum sprechen, zu lesen und zu lehren, was die Bibel wirklich dazu sagt. Schauen Sie, wenn Jesus Christus zurückkommt auf diese Erde, und er wird es in wenigen Jahren tun, und er wird dann das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichten, ob Sie das nun glauben wollen oder nicht. Er wird keine Kompromisse schließen. Er wird nicht sagen, okay, ihr könnt weiter in wilder Ehe leben, ihr könnt weiter Ehebruch betreiben, ihr könnt weiter Götter anbeten, wie ihr sie nur wollt. Nein, Gott wird zusehen, dass seine Gebote befolgt werden. Und wenn das geschieht, dann und nur dann, wird es Frieden auf Erden geben, aber auch inneren Frieden. Schauen Sie, wenn wir Gottes Gebote brechen, dann ziehen wir eine automatische Strafe auf uns. Das kommt ganz automatisch. Und wenn wir Probleme haben in unserem Leben und immer wieder Probleme, dann sollten wir uns einmal fragen, wo die herkommen. Wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir so leben, wie Gott es von uns erwartet und es uns vorschreibt, wir haben nach wie vor die Entscheidung, es zu tun, aber wenn wir es tun, dann erwählen wir das Leben. Und Gott sagt nicht nur das Leben für uns selbst, sondern auch für unsere Nachfahren. Aber wenn wir in Sünde leben und weiterhin in Sünde leben wollen, dann wird das keine günstigen Segnungen für uns und unsere Nachfahren erzeugen. Gott will, dass wir das Gute erwählen und das Schlechte ablehnen. Egal, wo es auch herkommen mag. Er sagte, erwählt das Leben und ihr werdet leben, ihr und eure Nachkommen. Die Frage an Sie, meine Damen und Herren, ist heute die. Was wählen Sie? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen.